Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr vielleicht an der Location erkennen könnt, gibt es einen neuen Food Haul. Vielleicht hört man das noch ein bisschen an meiner Stimme. Ich war die letzten Tage ziemlich erkältet, also mich hat es ziemlich erwischt. Aber damit ihr überhaupt diese Woche mit Videos versorgt seid, wird es einmal ein Food Haul geben und ein DM Haul, also etwas Haul-lastig. Für alle, die das gerne gucken, ja, ist diese Woche perfekt. Ich werde zum Schluss auch wieder den Essensplan vorlesen und genau, wie gesagt, ich hoffe, ihr freut euch trotzdem, weil eigentlich, das kann ich jetzt hier auch schon mal anteasern, ist meine Idee so ein bisschen mit den Food Hauls, um auch auf Insta, weil es gibt ja manche, die mir jetzt wirklich trotzdem nur auf Insta folgen und das hier auf YouTube nicht so verfolgen, hatte ich mir überlegt, dass ich wahrscheinlich eine Woche dann hier bei YouTube den Food Haul hochlade und in der anderen Woche dann bei Instagram. Genau, sollte ich jetzt gleich irgendwie mal rumhusten müssen oder so, kann es sein, dass ich vielleicht ein bisschen mehr irgendwie was cutten muss. Aber ich gebe mir Mühe, durchzuhalten und ich hoffe, dass meine Stimme, dieses Nasale, nicht allzu nervig ist. Genau, ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los und ich wünsche euch viel Spaß. Als erstes haben wir hier einmal Cola Zero aus Glasflaschen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Also wir lieben Cola Zero aus Glasflaschen, das ist so das Beste. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch am besten schmeckt aus Glasflaschen, Dosen oder ja, Plastikflaschen. Ich glaube, Plastik ist sowieso raus. Dann haben wir noch zwei Kästen Wasser geholt. Die sind jetzt schon bei uns in der Abstellkammer. Einmal Medium und einmal Sprudel. Genau. Dann einmal Salatherzen. Ganz unspektakulär. Die habe ich jetzt diese Woche geholt, das kann ich euch schon mal verraten, weil viele wollten gerne die Big Mac Bowl sehen und die habe ich nämlich jetzt nochmal auf diese Woche geschoben. Da werde ich einfach für euch auch nochmal mitfilmen. Und dafür habe ich Romana-Salat geholt, also diese Salatherzen. Eigentlich macht man das mit Eisbergsalat, aber ich muss sagen, meinem Freund und mir, in letzter Zeit ist der irgendwie oft so bitter, dass der uns echt irgendwie auch nicht so gut schmeckt. Ja, und deswegen nehmen wir eigentlich immer oder meistens Romana-Salat. Dann waren, ich glaube, die waren sogar im Angebot bei Rewe, Barilla-Nudeln, auch für ein Gericht diese Woche. Dann einmal veganer Schinkenspicker. Dann Burrata, das brauche ich heute für ein Rezept. Ich muss mal gucken, ob ich das hinbekomme, weil das ist ein Rezept, das habe ich bei Instagram als Reel auch schon hochgeladen. Dann packe ich euch das einfach mal unten in die Infobox und dann könnt ihr euch das gerne mal angucken und nachmachen. Ist auf jeden Fall super lecker. Dann einmal einen ganz normalen Speisequark-Magerstufe. Das muss ich jetzt gleich auf jeden Fall wegpacken. Einmal Snickers-Eis war auch im Angebot und Eiswürfel. Dann, ich weiß gar nicht, ob ich das ein- oder zweimal, das ist voll der leckere, so wie so ein Chips-Ersatz, diese Rispelli Barbecue. Ich mag die richtig gerne. Mein Freund sagt immer, ja, die stinken voll, aber ich finde die richtig lecker, müsst ihr mal probieren. Dann Chicken Wings. Sind auch für ein Gericht diese Woche. Dann, was ist denn das? Quark-Creme, Vanille, genau. Diese High Protein Geschichte. Dann einmal von Nivea Man, einfach ja Körpergesicht, so halt Männer-Duschgel-mäßig. Mein Freund nimmt für die Haare dann echt auch immer noch mal Shampoo. Die waren auch im Angebot, die nehme ich halt immer eigentlich für unsere Toiletten, WC Frisch. Dann, klebe mir ja gerne Lashes auf. Und da brauche ich halt oft echt auch was so Ölhaltiges, um das abzumachen. Ich nehme ja in der Regel immer von Clinique Take the Day Off. Das ist mega geil, das habe ich halt in der Dusche. Dann packt man das so einen Balm quasi, den packt man auf die Hände, verreibt das so ein bisschen einfach aufs Gesicht und dann kann man es mit der Duschbrause quasi abwaschen. Aber ich merke halt manchmal, wenn ich dann so Fake Lashes drauf hatte, dann habe ich manchmal doch noch so Reste. Und deswegen habe ich mir jetzt nochmal sowas Ölhaltiges mitgenommen.
Dann haben wir einmal von Almette Naturfrischkäse, ganz normal. Dann zweimal, die waren auch im Angebot, diese Mini-Rispentomaten. Einmal Küchenkräuter, weil manchmal mag ich das echt ganz gerne. Entweder mische ich das dann mit Joghurt oder ja, so wie es halt ungefähr draufsteht. Aber wie gesagt, manchmal mag ich die einfach ganz gerne. Meistens mache ich ja das Dressing selbst, aber ja, ich benutze die halt manchmal ganz gerne. So ist es. Dann zweimal diese Maxi-Wattepads. Dann haben wir, ich habe zweimal, genau, zweimal halt verschiedene Putenbrust von der Frische Theke. Dann wollte ich aber auch die mal probieren. Das ist so ein, ja, wie Hähnchenbrust, veganer Hauchschnitt, klassisch Typ Hähnchen. Also ich denke, das ist ähnlich wie Hähnchenputenbrust oder so soll das wohl sein. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Dann Bananen. Wie halt wirklich eigentlich fast jede Woche. Dann einmal Trauben. Bin mal gespannt, ich hoffe, die schmecken. Genau, hier ist übrigens die zweite Packung. Dann Salakis Light. Das ist so von, gerade von diesen Light-Hirtenkäse ist das auf jeden Fall mein Favorit. Dann Knoblauch. Diese, ja, die zeige ich eigentlich auch gefühlt jede Woche, diese Roggentoastbrötchen, die mag ich halt mega gerne zum Frühstücken. Dann eine Gurke. Und das ist nämlich das Ciabatta, das brauchen wir halt für heute, was für das Rezept, was ich als Reel auch bei Instagram schon hochgeladen habe. Dann nochmal so ein paar Plattnektarinen. Eine Wassermelone. Ich hoffe, die schmeckt. Das ist halt immer so ein bisschen, ja, no risk, no fun, wenn ihr bei Rewe bestellt. Ihr müsst euch halt darauf verlassen, dass das gut ist, dass die Leute euch da einpacken. Ne? Man kann halt nicht selber gucken. Aber es erleichtert auch oft viele Dinge und ist halt oft zeitsparender. Dann, ja, nach meiner Rotznasenaktion die letzten Tage brauchten wir auf jeden Fall wieder neue Kosmetiktücher. Da haben wir ja so eine Box hinten für, wo die reinkommen. Ups, ich habe jetzt ein bisschen gegen die Kamera gekickt. Und einmal Bio-Zitronen, die nehme ich ja immer für meine Getränke. So, dann das Letzte, was jetzt noch im Korb ist, ist einmal so Vollkornbrot. Wir frieren Brot halt auch gerne ein und holen uns das dann bei Bedarf so ein bisschen brauchen raus. Und einmal dieses Vital und Fit von Harry. Genau. Das Ganze hat jetzt 82,65 Euro gekostet. Wir hatten aber auch zwei Kästen Pfand noch. Das muss man noch dazu sagen. Ja, ist schon teuer geworden. Also so für das, was man jetzt hier sieht, so viel ist es dann auch nicht. Und wenn man überlegt, so fast 90 Tacken, ist schon ordentlich Geld. Aber gut, ich lese euch jetzt noch schnell den Essensplan vor. Und zwar gibt es heute dieses Ciabatta mit Tomate und Burrata. Wie gesagt, ich gucke mal, ob ich euch das unten verlinken kann. Und dann müsst ihr das wirklich nachmachen. Das ist mega schnell gemacht und super lecker. Dann wollten wir einmal die Woche, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht, an welchem Tag ich welches Gericht mache, wollten wir Nudeln mit Tomatensauce. Deswegen habe ich auch diese kleinen, hier diese Cherry-Tomaten geholt und Knoblauch. Wollte ich halt selber so eine, ja, wie so eine Napoli-Soße selber machen. Dann Chicken Wings mit Salat. Ich muss mal gucken, ob wir vielleicht dann irgendwie Reis oder so dazu machen. Und die Big Mac Bowl, genau. Die wollte ich ja für euch dann mitfilmen, weil ich da jetzt irgendwie, ich glaube, schon 2 oder 3 Nachrichten bekommen habe. Genau, dass ihr die halt gerne sehen wollt. Und dann machen wir das natürlich. Ja, das war es auch schon mit dem Haul. Ich hoffe natürlich, dass er euch gefallen hat und würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr mich kostenlos abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Sagt Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss!